Wir sind jetzt hier am Stand von Qataro beim Malibu Charming GD 600 DB und die Gisela hat uns gebeten, dass wir das Fahrzeug uns mal anschauen und das machen wir sehr gerne. Mhm. In keinem Fahrzeug sind Leute drinnen, aber in dem sind gerade welche. Ja, also wir müssen jetzt halt ein bisschen warten. Wir werden schon mal von außen Wir filmen. Wollen ja da exklusiv rein. Mhm, genau. Und machen wir einfach mal von außen. Ja, machen wir natürlich ein separates Video dazu. Also, wie immer natürlich. Ja, das ist jetzt im Allgemeinen, aber es kommt dann ein separates Video, wo wir die Details zeigen. So, das ist der Charming GT 600 TB, ganz neues Fahrzeug, offensichtlich. Und das ist also sicherlich ein hochwertiger Kastenwagen, wenn er von Qataro gebaut wird. Außen sehen wir hier die Entsorgung. Und natürlich auf Fiat Ducato Basis. So. Erstmal von hinten. Da sieht man hier schon mal ein schönes Stauraumfach. Wir sind natürlich jetzt keine Fan-Experten. Und da oben sieht man schon, dass das alles ziemlich hochwertig im Qataro-Stil verarbeitet ist. Da haben wir das Doppelbett, wo man auf der Breite nach gut liegen kann. Da sind wir jetzt in dem Bad und es hat hier eine Dusche und da unten hat es ein Staufach, also es ist ein sogenanntes Duschklo. Aber das kann man gut verwenden. Also es ist zum Duschen geeignet, aber natürlich nicht so komfortabel wie eine Einzeldusche, oder Ursel? Ja, aber da ist ja auch das Fahrzeug viel kleiner und das ist ja ganz klar, kleiner und schmaler. Ja, also man muss sagen, man muss ja Kompromisse eingehen. Ja, das ist jetzt der 600 EB und es gibt dann noch den 640 EB, also der dann entsprechend länger ist. Ich habe eine Schiebetür. Aha. Gut. Okay. Okay. Steht wenigstens nicht im Weg rum. So, und dann haben wir hier den Kühlschrank. Ohne dass die Zündung an. Ja. Da haben wir hier einen Kleiderschrank. Das ist der Kleiderschrank. Das ist der große. Ja, der Kühlschrank ist oben drüber. Ja, okay, also unten. Weil da drinnen stehen zwei. Da haben wir einen Kleiderschrank, den Kühlschrank. Ohne Zündung. Ja, Kühlschrank mit Eisfach. Deswegen und hier hinten sind ja auch noch Oberfächer. Im Schlafbereich hat es Fächer. Ja, habe ich schon gesagt. Und was ich schön finde, ist sogar, dass da oben eine Ablage ist für Handy und Co. Allerdings keine Steckdose. Aber trotzdem. Vielleicht sieht man die nicht. Und zwei Personen, die mit einem solchen Fahrzeug unterwegs sind, die haben sicherlich nicht so viel Gepäck, wie wenn man mit einem Morello oder einem Concorde unterwegs ist. Das kann man ja jetzt wohl. Das sagen Sie mal nicht. Das kann man ja jetzt wohl nicht miteinander vergleichen. Also hier ist nur eine und hier. So, hier sitzen wir jetzt. Hier sitzen wir jetzt in dem Charming GT mit Fernseher. Ja, und wenn man jetzt hier kochen will, zwei Flammenherd. Klar, schön, auch mit dem ohne Feuerzeuganzünder. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Piezo. Ja, genau, ohne dieses Piezo, mit Piezo. Hier passt doch auch noch. Ganz genau. Da bauen die manchmal noch Lautsprecher drunter. Klar, und was natürlich immer schön ist bei den Kastenwägen, man kann das hier ein bisschen verbreitern. Das finde ich immer eine gute Idee. Hm? Also ich muss dann. Ja, und das sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Ich finde es gemütlich. Also nicht hier bei 1000 oder 10.000. Tisch ist groß. Ja, klar. Darum komme ich einmal zu dir. Hier, Fächer. Auszügen. Ja, man muss also dann schon zurückgehen. Wenn man das gedacht hätte, das wäre sicherlich kein Nachteil gewesen. Ja.
Straße. Oder man muss entweder nach zurück oder halt auf die Seite. Ja. Das ist ganz klar. Ja, aber geteilt wäre es geschickter. Es wäre wahrscheinlich geschickter, wenn es zweigeteilt. Ja. So könnte man es dann schon irgendwie für sich praktischer einräumen. Und dann nur. Oh, jetzt kommt meine Technik wieder. Oh, okay. Ich denke, es klemmt. Bestimmt noch nachgestellt. Hier unter hat es auch ein Fach. Wunderbar. Ah, das ist super. Ja, sehr schön. Zieht auch ein. Direkt unter das Sitzkruhe. Ja. Und ja, doch, so übel sieht es nicht aus. Oder? Was meinst du? Ist alles schön freundlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sagen, wenn man einen Van mag, dann ist es schön. Mhm. Für uns zwei wäre das eher weniger. Nix. Ja, wir sind halt doch vielleicht schon ein bisschen verwöhnt und brauchen unsere Komfort. Okay. Aber an so macht es keinen schlechten Eindruck. Was ist das? Fiat-Fahrgestell, ja, oder? Fiat Ducato, ja. Ja, also Fiat Ducato. Bewährt sich. Genau. Und das Fahrzeug ist in Toskana angekommen. Da sind. Genau. Also, was ich noch was zu sagen? Ich mache ein Schlussstatement. Malibu, Van, sehr schön, mir gefällt das. Gibt es auch in 640 Variante, etwas länger, aber der ist leider nicht ausgestellt, somit können wir das da nichts dazu sagen. Wenn er etwas länger ist, ist vielleicht ein Schrank oder irgendwie ein bisschen größer oder so. Ja, oder das Bad wahrscheinlich. Ja, also irgendwie wird dann halt was größer sein, vielleicht ist auch ein Oberschrank mehr drin, aber im Verhältnis wird es wahrscheinlich ungefähr gleich sein. Dafür ist das Fahrzeug auch alltagstauglich, das heißt, man kann damit auch in die Arbeit fahren. Was für viele ja auch sehr wichtig ist. Absolut. Zum schnellen Fortfahren und wieder heimfahren ist das eigentlich besser geeignet als ein Concorde oder ein Morello. Was? Ja. Also Gisela, wir hoffen, wir haben dir mit dieser kleinen Vorstellung eine kleine Hilfe gegeben und wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei deiner Suche. Oder? Ja. Oh, wie ihr seht, Heli wird langsam müde. So eine Messe ist anstrengend. Ja. Bis dann. So, also man sieht jetzt, der ist auch auf Fiat Ducato. 3,3 Tonnen bis 4 Tonnen auflastbar, Trockengewicht 2600 Mabe und ist 6 Meter lang. Und ich denke, der 640er, das Alternativmodell, ist dann 6,40 Meter lang. Würde zumindest so Sinn machen, oder? Ja, wenn du das so sagst.